Moin Moin und herzlich willkommen hier mal wieder zu einer weiteren Folge FIFA Ultimate Team. Aber diesmal spielen wir nicht ganz normal Random Matches oder zeigen euch irgendein Gameplay. Ich habe mir heute überlegt, heute, ihr könnt mal oben auf meine Münzen gucken, ich habe mir jetzt 32.000 Münzen in den letzten zwei Tagen erspielt. Also heute und gestern habe ich mir 32.000 Münzen erspielt, einmal Titelliga 3 gewonnen und Titelliga 2 gewonnen. Jetzt sind wir in der ersten Liga und ich habe mir überlegt, bevor wir jetzt richtig in der ersten Liga spielen, ziehen wir uns einfach mal diese vier Packs, die ich mir daraus ziehen kann. Also ich habe mir ja vier 7500er Packs ziehen. Ich hoffe natürlich, dass ich mal ein bisschen Glück habe. Bis jetzt habe ich eigentlich ziemlich wenig Pack-Lag. Ich habe schon extrem viele Packs gezogen und der beste Spieler, den ich jemals hatte, das war der liebe James Rodriguez. Und ich sehe hier gerade, es gibt Jumbo-Premium-Gold-Sets. Ja, dann ziehen wir einfach mal zwei Jumbo-Premium-Gold-Sets. Das ist doch mal nicht schlecht. Die gibt es nur noch eine Stunde doppelte Größe des Premium-Sets und ich habe da natürlich einen seltenen mehr. Ich würde einfach mal sagen, wir ziehen die einfach mal. Ich gucke einfach mal am besten direkt am Anfang nicht hin. Wir gucken einfach mal nicht hin, hoffen, dass wir im ersten Pack gleich mal eine gute Karte gezogen haben. Ich gucke nicht hin. Ich gucke hier schön aus dem Fenster und jetzt gucke ich rauf und wir haben McGeady gezogen. Chris Kritzkito, den kenne ich nicht. Wang Chuang Kong. Song haben wir gezogen und sonst haben wir eigentlich, Alter, das sind mir viel zu wenig Spieler. Wir haben Mertesacker gezogen, Alter. Der Typ hat ja sowieso Pace hier. Badell, der jetzt mittlerweile bei Fiorentina spielt, nicht mehr beim HSV. Aber mir sind das hier viel zu viele Fitnesskarten und sowas. Und ich glaube, ich kann davon niemanden richtig verkaufen. Aber er sieht hier auch cool aus. Er ist ein cooler Typ. So, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt zum zweiten Pack über. Direkt das zweite Pack. Und hier haben wir ja, achso, Mertesacker, die haben wir schon. Dann machen wir das einfach mal auf die Transferliste. Einfach auf die Transferliste. Ganz schnell weg. Und den Rest machen wir einfach mal schnell verkaufen. Das Problem ist immer bei mir, ich muss mir die Coins ja noch alle selber erspielen davor, weil ich dafür derzeit noch kein Geld ausgeben kann. Jetzt gucke ich mal, hier ist hier irgendwas Besonderes. Extra 24 gemischte Objekte, Spielerverbrauchsobjekte. Okay, man kann also durch Zufall mehr Spieler holen. Jetzt holen wir uns nochmal das zweite und da gucken wir hin. Wir machen ein Nosepack. Ihr seht da zwar nichts wahrscheinlich, weil ich keine Facecam habe, aber wir drücken einfach jetzt mal mit der Nase auf den A-Knopf. Messi ist drauf. Vielleicht ist auch Messi drin. Wäre das mein bester Spieler, den ich je gezogen habe. Wer ist drin? Coutinho! Und Salpingidis. Jetzt haben wir es ausgesprochen bekommen. Aber hier, oh, wir haben Suarez gezogen, leider den falschen, aber, oh, der hat auch 4 Sterne Skills, das ist natürlich nicht schlecht. Auch 4 Sterne schwacher Fuß, wir können uns hier eine argentinische Mannschaft bauen, aber wir haben nichts Besonderes bekommen. Wir haben Salpingidis, dann haben wir Coutinho, da haben wir so ein paar Franzosen dazwischen und nach rechts vielleicht ein paar Duplikate, na. Die Duplikate sprechen auch nicht unbedingt für sich. Also das Pack-Opening hat sich meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt gelohnt. Ich schmeiß einfach mal den Rest hier auf den Transfermarkt. Den kann ich wieder hier schnell verkaufen. Dann hoffe ich natürlich trotzdem, euch hat dieses 30k Pack-Opening gefallen. Auch wenn wir ein bisschen Glück hatten. Der beste Spieler bei uns war das McGeady sogar? Coutinho? Einer von den beiden war das auf jeden Fall. Auf jeden Fall hatten wir jetzt nicht ganz so viel Glück. Ich hoffe natürlich, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich riesig über ein Like freuen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.